Moin Leute, herzlich willkommen zum nächsten Rennwochenende und es geht nach Europa. Renn 5 ist nämlich in Spanien und ja, da wollen wir direkt weitermachen mit dem Training. Ich gucke eben nochmal ganz kurz, alles übernommen, Experte an, komplett wunderbar. Und ja, dann würde ich sagen, kann es einmal losgehen. Und ja, das letzte Rennwochenende war nicht so richtig toll. Der Start war super. Ich glaube Startplatz 5. Wir konnten relativ gut nach vorne fahren, direkt auf Platz 2. Aber durch zwei Kollisionen haben wir einmal, ja, sind wir glaube ich einmal auf Platz 4 zurückgefallen. Und danach dann nochmal durch eine ganz unnötige Kollision mit Rosberg leider so weit nach hinten, dass wir in die Box mussten und dann konnten wir uns nicht mehr zurückkämpfen. Catalunya in Barcelona. In den nächsten Minuten werden die Teams hier auf dieser klassischen Strecke der Formel 1 erscheinen, um ein Training zu fahren, das hektisch werden könnte. Der Circuit de Catalunya in Barcelona erlebte sein erstes Rennen 1991. Die Fahrer kennen die Strecke in- und auswendig, auch weil sie im Laufe der Zeit ausgiebig als Teststrecke genutzt wurde. Eine ausgezeichnete Strecke mit der richtigen Kombination aus hoher Geschwindigkeit und langsamen, engen Kurven. Es gibt zwei DRS-Aktivierungszonen. Die beste Überholmöglichkeit befindet sich in der zweiten DRS-Zone direkt nach der Hauptgeraden. Sie mögen abseits der Strecke gute Freunde sein, aber wie wir alle nur zu gut wissen, kann man immer mal ein Zerwürfnis haben, während man im Team um die Vorherrschaft kämpft. Wie steht es zwischen Vettel und Räikkönen und wie gehen Sie mit dem Druck um? Ich denke, Räikkönen arbeitet gerne mit Vettel. Sie scheinen sich wirklich zu mögen, aber von dem entspannten äußeren Anschein sollte man sich nicht täuschen lassen. Räikkönen ist immer noch der Iceman. Er wird es dem vierfachen Weltmeister zeigen und beweisen wollen, dass er die Oberhand gewinnen kann. Ja, und so geht's dann quasi los. Wir werden erstmal wieder ganz klassisch das Standard-Setup ausprobieren, dann in der nächsten, also und dann noch auch nochmal, ich würde sagen, eher das mit mehr Kurven. Danach werden wir dann in der nächsten Folge dann nochmal das Setup mit weniger Flügel ausprobieren und natürlich dann auch das Qualifying. So, also ich würde sagen, ja, Standard-Setup können wir benutzen. Ich würde aber auch direkt sagen, weil beim letzten Mal sind wir relativ weit hinten gelandet, weil wir immer auf harten Reifen gefahren sind. Deswegen lassen wir direkt die Weichen rauf und dann wollen wir mal gucken, ob wir diesmal ein bisschen weiter nach vorne kommen. Irgendwie wieder so Platz 4, 5 wäre, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis. Auf geht's zur ersten Runde. Lässt uns aber ganz schön früh auf die Strecke. So, auf geht's. Und da kommt direkt, oh, der Rosberg schon wieder. Mensch, wenn uns der jetzt wieder auf die Eier geht, dann fresse ich aber einen Besen. Da hätten wir auf dem Gas bleiben können. Und ich freue mich schon so auf Spa. Da habe ich richtig Bock drauf gerade. So, zweite DRS-Zone hier vorne, aber nur eine relativ kurze. Aber wichtig, weil hier lässt sich gut überholen in dieser Haarnadelkurve. Oh nein. Aber Zeit wurde nicht resettet, so wie es aussieht. Glück gehabt. So, 1:28.9. So,
So, wir werden aber natürlich nochmal eine hinten dranlegen. Stimmt, das habe ich immer komplett vergessen, dass wir ja auch das Benzin hochstellen können. Selbst in den Qualifyings, das ist ja dämlich. So, brauchen wir jetzt aber im Training nicht mehr, weil wir dann wieder das Ergebnis verfälschen, wenn wir hier gucken wollen, welches am besten ist. So, und da kommen wir sogar noch mal relativ nah ran. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Windschatten. Ja, 1:28.0. Das ist doch mal eine vernünftige Zeit. Also zwei gute Runden. Da würde ich sagen, ja, welches nehmen wir jetzt am besten? Eher eine schnelle. Ich glaube eher die Strategie mit ein bisschen mehr Flügel zum Ausprobieren. Wobei ich echt denke, ich möchte mal eben was gucken, weil ich weiß jetzt nicht, ob man das Ganze hier so speichern kann. Wir machen das mal so, dass wir hier so ein paar Einstellungen speichern, weil im... Wenn wir nämlich das Rennen fahren, dann können wir die immer nur so laden. So fertige laden. Deswegen würde ich mal sagen, dass wir hier einfach mal rechts reingehen. Und dann machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Also 1 langsam, 5 schnell. So, möchte ich mal eben ganz kurz gucken. Wie kann man die denn eigentlich speichern? Kann man sie überhaupt speichern? Kann man die nicht irgendwie speichern? Aha, Auto. Ah, okay, wir müssen, glaube ich, erstmal. Abbrechen. Weiter. So, jetzt. Ich habe es wieder so gemacht, wie es auch am Anfang ist. Also, wir machen das mal. Und nennen das hier jetzt mal 1. Zack. Fertig. So, dann gehen wir auf... Ach, guck mal, was haben wir hier jetzt? Benutzerdefinierte. So, dann gehen wir auf das zweite. Und ändern da auch wieder von 8 auf 9 und wieder zurück. Und auch da speichern wir und nennen es dann quasi 2. Oder können wir immer nur 1 speichern? Das wäre ja auch total doof. So, das ist quasi die goldene Mitte. Nummer 3. Ne, hat er beide gespeichert? Okay. So. 3. So, dann haben wir 4. X. Speichern wir unter 4. Das ist quasi mit mehr Flügel, also weniger Flügel. Und mit fast gar keinem Flügel haben wir dann die 5. Auch da ändern wir es wieder einmal kurz ab und wieder so. Und dann nennen wir das Ganze 5. So, und hier würde ich jetzt nämlich sagen, dass wir jetzt für die nächsten beiden Runden mal Preset 2 laden. Und... Ich hoffe, jetzt gucken wir einfach mal, ob es vielleicht besser ist mit ein wenig mehr
Flügel zu fahren, geringere Höchstgeschwindigkeit, aber dafür ein bisschen schneller in den Kurven. Oder sicherer in den Kurven. Bisschen mehr Grip. So, und an diesen 60 FPS könnte ich mich echt satt sehen, ne? Also finde ich echt total klasse. Vor allem, na gut, bei Videospielen sieht man es meistens nicht so richtig gut. Wenn ihr euch mal einfach mal 60 FPS hier bei YouTube eingibt, da gibt es halt echt Videos, sieht hammermäßig aus. Also es ist echt wie neu. Irgendwann sieht man es kaum noch, aber wenn man, gerade wenn man die normalen FPS-Videos sieht und sich dann welche mit 60 anguckt, also es ist schon echt... Also ich find's geil, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Uns interessiert natürlich nur unsere beste Zeit und das ist 1:28.0. Deswegen können wir oben links jetzt gar nicht so viel zu sagen. Bisschen spät auf der Bremse. Oh, da kommt der Rosberg. Ich habe ihn schon fast... Nee, gar nicht. Wir sind ja eben erst auf die Strecke gegangen. Das ist dann Rosberg, Hamilton. Na, immer einer von diesen nervigen Mercedes-Fahrern. Im wahren Leben sind das ja eher die Schleicher auf der Straße. Hier sind es welche, die ein bisschen rempeln. Und 1:28.2, aber trotz des Remplers, das ist eigentlich okay. So, kann er bitte vorfahren? Ah, das war nicht gut gefahren. Das hat auch Hamilton bemerkt. So, bis hierhin sind wir aber gut. Gute Runde bis hierhin. Ah, ein bisschen abgekürzt. Vorsicht. ,28. Ja, das ist mal eine deutliche Ansage. Also, das war eine starke Runde und ich glaube, wir haben unser Preset gefunden. Wir könnten theoretisch auch nochmal die 1 ausprobieren. Weil die Tendenz scheint ja zu stimmen. Weil wenn wir jetzt schon, wenn Preset 2 besser ist als 3, dann wird 4 nicht noch besser sein. Das kann eigentlich nicht sein. Deswegen werden wir im Qualifying, also in der nächsten Folge, dann nochmal auf den letzten Drücker das Preset 1 ausprobieren und dann werden wir uns entscheiden. Also, ich sag danke fürs Zuschauen, Leute. Bis dann und wäre schön, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid, dann geht's weiter mit dem Qualifying. Ciao und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch geben, ne? Danke und ciao.